bin unterwegs, die vier Sprinterinnen. Im gelben Dress auf Band 2 vom ersten Familie St. Salomi Glanzmann. Und sie kämpfen sich vor auf den letzten Meter. Sieg für Salomi in inoffiziellen 13:47. Wir haben jetzt das 49. Leichtathletik-Meeting in Willisau. Nächstes Jahr dürfen wir das Jubiläum feiern. Und haben hier viele tolle Athleten am Start mit dem Mehrkampfkader von der Schweiz und auch tolle anderen Athleten von der Region. Willisau, der Schweizer Leichtathletik, ist sicher sehr standhaft. Also wir sind schon, uns gibt es schon sehr lange. Wir haben immer wieder gute Athleten, die aus unseren Reihen kommen. Und das ist natürlich toll zum Mitverfolgen. Und auch genau für die Athleten machen wir am Schluss so ein Meeting, dass auch die ein Publikum haben, dass die sich auch mal zeigen können. Hier. Oh. Es wäre natürlich schön, wenn wir eigentlich so ein Meeting hätten wie Lausanne, Zürich oder Luzern. Aber dazu muss man die Anlage haben und ich denke, das muss dann alles noch etwas professioneller sein. Aber wer weiß, was die Jahre bringen. He? Es sind alle Jahre wieder Neuigkeiten da. Wir müssen immer wieder neue Sachen einbringen. Es gibt auch Regeländerungen, die man muss beachten muss. Von dem her muss man das sicher immer im Auge behalten. Heute Abend Feierabendbier und morgen werden wir ein bisschen Pause machen. Und dann geht es schon wieder bald die Planung vom nächsten Jahr. Jetzt hoffe ich schon, dass wir ein bisschen etwas Spezielles machen können, weil so eine 50. Ausgabe kann man schließlich nicht alle Jahre feiern.